Einmal invaded und ich habe schon keinen Bock mehr. So kann's gehen. Wir werden, ja, hier unten, Sandstadt. Es hat alles so einen hässlichen Ton, so Farbton. Und hier ist dieser Gegner. Hier kann man auf diesem schmalen Steg kann man relativ easy runterfallen. Deswegen klettere ich einfach hier hoch und lasse die gegnerische Intelligenz sich selbst erledigen. Ich sagte, und lasse die gegnerische Intelligenz sich selbst erledigen. Ja, los. Los, noch ein Stückchen. Komm, mach noch einen Schritt nach vorne, Kleiner. Noch einen kleinen Schritt. Und da fällt er. Supi, oder? Was die Gegner hier nicht alles drauf haben. Es ist so erstaunlich und awesome. Man möchte es eigentlich kaum glauben. Theoretisch könnte ich das jetzt mit den beiden Typen auch noch machen, aber ich werde hier mal versuchen, an ihnen einfach vorbeizulaufen. Wie auch an den ganzen anderen Gegnern hier. Denn ich möchte... in den Tod springen! Nein, ich möchte hier. Das Laito. Laito? Auf jeden Fall auch so ein vollfettes Katana-Schwert. Das ist krass. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde auch darauf abzielen, dass ich das im Endeffekt verwenden kann, weil es ist ziemlich cool. Hat auch ein ziemlich nice Moveset. Und hier werden wir uns jetzt mal rasten. Rosten. Der restliche Scheiß, der da oben noch rumlag, der ist... ja, ich will nicht sagen unwichtig, aber... tangiert uns nicht mal ansatzweise so stark, wie es sein sollte. Mal zeigen, das Ding. Ja, ich kann es nicht verwenden. Kann ich damit schon eine schwere Attacke... yeah! Ich kann damit so schnell ziehen. Ich kann es nicht mal so verwenden. Ja, schon ziemlich krass. Ziemlich fett. Habe ich schon eins upgraded? Nee, hab ich nicht. Ja, okay. So, und ich werde auch hier jetzt mal nicht weiter nach unten gehen, sondern noch ein Stückchen nach oben zurück. Denn hier gab es auch noch fette Rüstung. Wo bist du denn? Hat sich auch für cool was. Ah, halt auch kein Wechsel bei dir. Ist mir auch heller. So, nehmen wir jetzt hier rüber. Hier dann wieder hoch. Da ist ein Kätzchen, was mit Müll spielt. Und dann haben wir jetzt das Schattenzeug, mit dem wir uns komplett als Ninja verkleiden können. Teenage Mutant Ninja Typi. Gucken. Ja, es hat weniger Giftresistenz. Das Ding hier hat auch weniger Giftresistenz. Ich glaube, ich werde da noch ein bisschen... ich werde dann einfach mit meinem alten Lumpi hier noch abhängen. Und mich darüber freuen. Weil, wie gesagt, das Gift hier ist ziemlich nervig. Ziemlich nervig. Da ist so ein Typ. Gucken wir mal, wie er herkommt. Auch runterfällt. Hey, ein Hund. Das ist so toll, ja, wenn diese ganzen Gegner... oh, das war knapp. Das hätte ins Auge gehen können. Versuchen anzuspucken. So, der Typ. Das Nervige ist, weil man hier die ganze Zeit noch von irgendwelchen Sniper-Typis mit Gift beschossen wird. Und ja, in der Regel reicht jetzt nur ein Treffer und man ist vergiftet, aber wir haben jetzt unsere erhöhte Giftresistenz-Schilde. Deswegen wir zwei Treffer oder so brauchen. Und das Spider-Schild ist halt dahingehend nett, weil es
Ja, okay, du kannst halt auch runterspringen. Ist mir auch Griller. Weil ich diese Giftpfeile komplett blockt. Jo. Na, ja, spring mich an. Das wird dir helfen, all deine Träume verwirklichen zu können. Beziehungsweise nicht. Und dort unten sehen wir auch schon dieses Tentakel-Dings hier. Das ist der Gegner, den ich per Fernkampf ausschalten will. Weil im Nahkampf ist mir der einfach zu nervig. Beziehungsweise ich könnte auch versuchen, ihn hinten rum zu erdingseln. Also er saugt ja an so einem Loch. Wow, das ist ja, der ist schon oben. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, den defeated. Einfach so defeated. Okay, und hier müsste ja noch einer hochkommen. Hat aber anscheinend keinen Bock. Gut. Dann werde ich mal versuchen, dieses Ding hier. Ich hoffe, meine Pfeile reichen dafür. Das sieht irgendwie uncool aus. Okay, das sieht wirklich uncool aus. Ja, das sieht so aus, als ob das nichts wird. Hier schon 30 Schaden. Okay, gut. Das war dann wohl nichts. Dann werde ich das wohl irgendwie anders regeln müssen. Das Uncoole an dem Ding ist halt, dass es relativ viel Schaden macht. So, mit einem... Oh, das war... Was war denn das für ein Scheiß? Awesome. Awesome. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, warum er da jetzt plötzlich einen Schritt nach vorne gemacht hat, anscheinend um mich zu ärgern. Aber das war nicht so gedacht. Toll. Das finde ich... Ich will nicht sagen, das finde ich nicht toll, aber das finde ich nicht toll. Definitiv nicht toll. Und wenn mich der ganze Scheiß jetzt hier fertig machen wird... Also, ja, es tut mir leid, dass ich hier so hart Fehler habe. The Fail war nicht nur strong in this one Video, das Fail ist immer strong, wenn ich irgendwie aufnehme. Na, los, komm, tu irgendwas. Bin ich am Bastard. So, da liegt Scheiß rum. Kann ich es von hier aus mit Pyromantie treffen? Wow, verdammt. Wo kommst du denn jetzt her, Meister? Wo kommst du denn? Bist du im selben Loch wie du? Ja, jeder andere wäre Hummel da erst. Nice. Na, jetzt komm. Warum kann ich diesen Typen nicht angreifen, wenn er gerade diese Treppe leider hochkommt? Ja. Also die Kamera hier ist manchmal sehr, sehr belastend. Habt ihr es gerade gesehen, warum ich da runtergefallen bin? Ich wollte mich bewegen und währenddessen hat die Kamera dieses scheiß Insektenvieh anvisiert. Und dadurch meine Bewegungsrichtung leicht aus der Bahn gebracht. Aber, meine Damen und Herren, aber, das soll mich hier jetzt... Oh, verdammt. Ich hab vergessen, dass du hier schon rumstehst. Ja, das war einer von diesen Sniper-Typis. Das Tolle an denen ist, die respawnen nicht.
Das heißt, einmal erledigt, immer erledigt. So, und hier unten finden wir den Adlerschild. Das war der Schild, den der Invader vorhin hatte. Und vor allem müsste dieser Invader schon bis Anor Londo willkommen sein. Weil er als Rachegeist invaded ist. Und als Rachegeist kann man nur invaden, wenn man Dark Moon Blade Covenant angehört. Irgendein Covenant. Ach, das ist Covenant. Irgendein Bündnis. Das man erst in Anor Londo kriegt. So, und wie geht jetzt hier rein? Hier hoch, meine ich. Weil hier oben steht nämlich noch so ein hässlicher Sniper-Typ hier rum. Und der wird auch unseren Zorn zu spüren kriegen. So. Jupp. Dann gehen wir hier hinter, denn hier hinten kommen wir in dieses Loch, wo dieser Leech dran saugt, und dann können wir ihn von vorne bedingsen. Auch wenn ich nicht weiß, ob der von vorne irgendwas macht. Ja, das war super. So. Hier runter, und davon sehen wir ihn dann schon. Ich glaube, er macht nichts. Spüre meine mächtige Faust der Flamme, gegen die du dich nicht wehren kannst. Ich hoffe, ich mache genug Schaden. Das ist reicht. Ja, meine mächtige Attacke ist voll mächtig. Und hier kriegen wir jetzt die Pyromantie innere Kraft. Oder Power Within. Oder einfach nur voll fett Arsen. Wenn wir die ausrüsten. Dann. Okay, hier war gerade irgendwo noch so Fettklops, aber ich glaube, das hat sich schon selbst gerichtet. Wenn wir die ausgerüstet haben, dann wird uns zwar sekündlich Leben abgezogen, aber wir machen 40% mehr Schaden und haben, glaube ich, auch einen Defense-Buff drauf. Da bin ich mir auch nicht sicher bei dem Defensive-Buff. Peitsche. Item. Dass niemals jemand irgendwer eingesetzt hat. Glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. So. Jetzt haben wir es eigentlich auch schon fast geschafft. Motherfucking. Die Tiefen zu durchqueren. Ich meine, Schandstadt zu durchqueren. Riesenkeule, Jauchkügelchen. Nice. Müssen nur noch hier runter, und da unten befindet sich dann auch schon das nächste Bonfire, bei dem ich dann auch erstmal hier aufhören werde. Au. Scheiß. Vieh. Das ist ja auch was Besonderes, was? Yeah, in your face. Kriegen wir das Wanderer-Set. Das war das Faschion. Auch eine nette kleine Dex-Waffe. Ich weiß nicht. Dex ist sowieso mit das Beste, was man machen sollte. Man sollte hier ja einfach auf Dex machen, denn das ganze Zeug, was mit Dex reagiert, das greift ziemlich schnell an, macht ziemlich viel Schaden und ist auch ziemlich cool. Deswegen benutzen im PvP viele Leute Rapiere. Weil die halt einfach so broken sind. Ich geh mal zu Magier. Magier sind sie. Okay, die kann ich nicht angreifen. Und sie können mich scheinbar auch nicht treffen. Dann werde ich jetzt nämlich mal meinen anderen Ring einsetzen. Und mit dessen Hilfe werden wir hier jetzt einfach überall durchlaufen. Bis zum Bonfire.
So, das ist nämlich auch schon hier. Tada! So, bevor wir daran rasten werden, gehe ich noch hier hinter und sammle den Drachenstein ein. Hui! Jo, so ein Mutantending. Drachenstein. Awesome. Cool. So, und jetzt, da wir hier sind, können wir nichts tun. Rasten und dann lasse ich es erstmal mit der Aufnahme für heute. Ja, es war ziemlich fehlreich. Und ja, es tut mir auch leid, dass das so mies gelaufen ist, aber shit happens. Beim nächsten Mal werden wir dann den Boss hier unten annehmen. Zweite Glocke läuten. Vielleicht schon in Zens Fortress eindringen. Ich weiß es noch nicht. In diesem Sinne, ich bin euer Derfer. Ciao.